Aber nach jeder Pechsträhne kommt eine weitere Pechsträhne. Servus, meine lieben Freunde, was geht? Und das war überhaupt nicht meine Begrüßung. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Mit dabei ist heute der liebe Viper D. Und wir schauen uns heute gemeinsam wieder deutsche Memes an, meine Freunde. Deutsche Memes, Lukas, du kennst die Regeln. Wer hier lacht, muss zu Jesus in die Zelle, ins Gefängnis. Heute sieht es tatsächlich so aus, Leute. Also, Lukas, ich würde mich an der Stelle mal zurückhalten. Ja. Was lachst du? Darf ich vielleicht mal reden? Du sagst, mit dabei ist der Viper. Ich will gerade Hallo sagen. Du redest einfach weiter. Denk bitte dran, Lukas, dass wenn du lachst, dass du ins Gefängnis musst. Ja, ist auch okay. Wir wissen beide, ich lach, Digga. Ja, dann wirst du auch ins Gefängnis gehen. Ganz einfach. Oh, Bro. Ach, Junge, Alter. Junge, zwei Optionen. Komm mal, leck mich ab. Das Gefühl kenne ich. Das Gefühl kenne ich mit meinem Kanal gerade sehr gut. Willst du mich boxen? Willst du mich boxen? Komm her. Ja, gut. Ich liebe diesen Clip, ne? Ich hasse diesen Typen. Ich hasse diesen Typen einfach. Ich hasse ihn. Ich bin mit meinem Moped schneller als jeder Lamborghini. Digga, also kann es sein, dass wirklich die Top-Creator in Deutschland, einschließlich mir, einfach alle geisteskrank sind? Kann das sein? Ganz schwieriges Thema. Ja gut, bei Top-Creator wärst du ja dann wieder raus, aber... Du definitiv, mein Freund. No front. Auf ist, wenn ich mal Luft hat. Aber ich denke mal, dass das hier so eine 2 bis 3 ist. Auf keinen Fall. Ich im Moment. Vielleicht ist es morgen eine 4. Ich weiß es nicht. Mhm. Boah, kenn ich. Das Handy kommt weg! Alter, was ist das denn? Kennst du den Clip nicht? Junge, ist die vom Teufel besessen? Mein Vater war damals professioneller Trainer. Auch der Vater? Junge. Stark, Digga. Stark! Auch nicht abends, ach, nachts. Oh, ich habe hier einen dicken. Viandilium. Weinaldum. Trimax hat an der Stelle auch gefragt, ob Ronaldo und Messi Künstlernamen sind. Max, halt deine Fresse. Alter, Revi, das ist Scheiße! Warte, bevor wir anmachen, ich will noch ein Weisheit mit Trimax dir zeigen. Jetzt. Weniger reden, mehr reden. Max. Max. Weniger reden, mehr reden. Max, Digga, es bringt ja auch einfach nichts. Es bringt ja auch einfach nichts, mit dem irgendwie zu reden. Also es ist ja wirklich schwachsinnig. Jede Klausur damals. Ich bin voll high, Digga. Herr Jesus, dann würden wir Sie hier an der Stelle entlassen. Sie haben das Verfahren gewonnen. Ganz einfach, weil ich absolut und total pleite bin! Oh. Digga, auch diese Brille und diese Frisur. Oh nein. Oh nein, Bro. Oh, we drive with the elevator? Yes. Yeah, the elevator is a problem because live streaming no internet. Ja, ich gehe die Treppen. Would you guys go from the stairs? Yeah. Because I live stream. And I need good internet. Aber man hat die verstanden. Man hat die verstanden. Man hat die verstanden. Ich hasse Blubber Bernd. Du musst sein. Kann man nicht schmeckern. Du musst sein. Oh, bitte nicht wieder Mont auf Toilette. Komm schon, es ist Mont auf Toilette. Das ist einfach mein Zimmer, Bro. Wirklich, ich bin ja wirklich, ich habe eine ganz große Grenze, ne? Aber mir kommen die Tränen, weil ich so eine Respektlosigkeit noch nie erlebt habe. Zack, zack, auf die Zipline, weil ich einen kleinen Zip hab. Ja, ja, schade, Bro. Schauen wir mal, was haben wir hier? Okay. Och nein, Bro, bitte okay, nicht. Das ist irgendwie weird, dude. Das ist richtig schwer hier unten. Oh! Chillig, ein Sack Steine. Danke, Digga. Warum? Warum? Mega. Schokosteine? Ich glaube nicht, dass wir die essen können. Schokosteine? Was sind denn Schokosteine? Knoppers! Knoppers! Ja! Oh, Digga.
Ich habe einen Job. Heute ist Donnerstag. Morgen ist Freitag. Normale Menschen muss man Freitag arbeiten? Ja. Oh, Max, Digga. Max, Digga. Bitte. Ey, Junge, also das ist... Freitag ist Wochenende. Ich bin raus. Muss man Freitag arbeiten? Max, bitte. Du hast Volkswirtschaftslehre studiert. Ach Mann, Leute, ich muss mich ja davon ganz, ganz klar distanzieren. Hey, ich wusste nicht, dass da jetzt sowas gesagt wird. Ich distanziere mich ganz aus. Mama, Papa, davon. Es tut mir das leid. Bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier nichts dran rutschen. Egal, ob du hier bist und nicht. Walker, Walker. Das war jetzt morgen nicht so gemacht. Das war mal so, wie ich will. Ob es dir nun passt oder nicht. Man muss an der Stelle auch einfach sagen, wie soll man auch an FIFA was ändern, weil Fußball bleibt ja Fußball, ne? Also da, Ja, aber man kann schon was ändern, Digga, die ändern ja gar nichts. Was ist denn, Junge? Oh, hallo, Mr. Krabs, seit wann sind Sie denn hier? Oh, keiner weiß es. Ich bin umgeben von Vollidioten. Ja, wo zu Hause. Was ist das? Das ist ein Schein. Also Lukas, es sieht so aus, als müsstest du bald ins Gefängnis. Es sieht so aus, als würdest du bald ins Gefängnis müssen. Ich? Bis jetzt habe ich noch nicht gelacht. Das stimmt. Wir schneiden mal ganz kurz alle nachher zusammen. Ich hab einen Job. Perfekt, so viel dazu. Und weiter geht's. Wie heißt Messi in echt oder Cristiano Ronaldo? Das ist das. Sind das deren echten Namen? Siehst du? Digga. Ronaldinho ist aber nicht sein echter Name. Ich muss los, Digga. Der ist so dumm, oder? Imagine Künstlername Cristiano Ronaldo. Ach meine Güte, das sind wirklich, das sind die Bilder. Ah, ihr lacht. Ihr seid wirklich die allerletzten. Ihr seid schön hinterm Zaun. Ich muss es tun. Standardskill einfach. Standardskill jedes Mal mit seinem Lambo. Wenn ich mir Kehr bin, erfahre, dass meine Crush 10 Minuten auch hier ist. Bro, der was macht der da? Bro! Warum sitzt da Jan von Gewitter im Kopf? Ist doch! Das, Jan? Das ist Jan von Gewitter im Kopf! Das ist nicht Jan, Digga, halt's mal! Und Herr Aaron! Bro, imagine einfach! Mein Kopf in 13 Jahren Schule einfach! Mir wurde gesagt, dass der Vormieter, der wo hier davor gewohnt hat, das alles noch aufräumt. Keine Ahnung, ich hab die Wohnung einfach so übernommen. Ich finde den neuen Montana Black übersympathisch, wirklich. Also hier riecht's auch ein bisschen nach Casino, ja, Alter. Hier riecht's so nach... Ja, wieder pennen gehen, Junge. Was haben Sie hier für eine Spiele? So ein miese Fenster. Bro, what the was machen die? Die klauen einfach ein Fahrrad, Bro. Die klauen ein Fahrrad. Die müssen ins Gefängnis, nicht du. Kennst du das? Nee. Ja, Lukas, wie oft hast du jetzt gelacht? Gar nicht, also ich kann mich nicht, echt gerade nicht dran. Dann würde ich ganz kurz sagen, Herr Anwalt, ganz kurz vielleicht Ihre Einschätzung. 15 Jahre, das ist hier angebracht. 15 Jahre finde ich angemessen. Ich würde sagen, das war's für dieses wunderschöne Video. Ganz Lukas, kurz, nicht vergessen, mehr reden, weniger reden. Lukas, merkt ihr an der Stelle einfach, dass Messi nur ein Spitzname ist. Macht's perfekt, gut, meine Freunde, haut da rein, checkt die beiden Kanäle aus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Ciao.